Du wirst umgeleitet von der großen Straße, musst du abfährst, kreuz und quer, durch die Landschaft und dann bleibst du stehen. Nichts ist los, nur der Benzintank leer. Wuchsig jung, es ist Samstag nach Mittag. Es ist still, es riecht nach Milch und Mist. Die Kirchentür steht offen und dann merkst du, dass es noch genau wie früher ist. Was bedeuten Umleitungen im Alltag? Also zunächst einmal sind sie lästig. Es bedeutet, dass wir vom Hauptweg, den wir fahren oder gehen wollen, abmüssen. Das kostet Zeit, das kostet Nerven. Wer aber Umleitung nicht unter diesen Kategorien von Zeitverlust und Nerverei nimmt, der kann ihnen auch viel Positives abbringen. An besonders schönen Tagen ist der Himmel sozusagen wie aus blauem Porzellan. Und die Federwolken gleichen weißen, zart getuschten Zeichen, wie wir sie auf Schalen sahen. Sonntags in der kleinen Stadt, Sonntag in der kleinen Stadt. Wenn die Spinne Langeweile Fäden spinnt und ohne Eile giftig grau die Wand hochkriecht, wenn's frisch und blank gebadet riecht. Bringt mich keiner auf die Straße und aus Angst und Härter lasse ich mein graues Barthaar stehen und lass den Tag vorüberziehen. Poesiealbumsprüche. Freude bringt dir jede Stunde, wenn du anderen Freude gibst. Glücklich wird dein Leben sein, ist dein Herz voll Sonnenschein. Rosen, Tulpen, Nelken, alle Blumen welken, aber nur die eine nicht, und die heißt Vergissmeinnicht. Der liebe Gott sieht alles. Man spart für den Fall des Falles. Die werden nichts, die nichts taugen. Schmökern ist schlecht für die Augen. Kohlen tragen stärkt die Glieder. Die schöne Kinderzeit, die kommt nie wieder. Spiel nicht mit den Spudelkindern, sing nicht ihre Lieder. Geh doch in die Oberstadt, mach sie deine Brüder. So sprach die Mutter, sprach der Vater, lehrt es der Pastor. Er schlich aber immer wieder durch das Gartentor. Wo lernen wir leben? Und wo lernen wir lernen? Und wo vergessen, um nicht nur Erlerntes zu leben? Wo lernen wir klug genug sein, die Fragen zu meiden, die unsere Liebe nicht einträchtig machen? Und wo lernen wir ehrlich genug sein, trotz unserer Liebe und unserer Liebe zu Liebe die Fragen nicht zu meiden? Wo lernen wir uns gegen die Wirklichkeit wehren, die uns um unsere Freiheit betrügen will? Und wo lernen wir träumen und wach sein für unsere Träume, damit etwas von ihnen unsere Wirklichkeit